Steigerheit des Friedens unbewegbar. Steiglich die Publisher of my books, yeah, and other books. Er ist hier im Saal. Wir begrüßen Gerhard Steigl. Vor 10 Minuten haben Sie noch zusammen eine ganz seriöse Sitzung gehabt über das nächste Buch, das du machst. Ich habe nur so etwas von Seiten gehört, wo der Robert hat gesagt, das Foto ist zu dunkel. Das musst du dir nochmal drucken. Worauf der Gerhard hat gesagt, das ist nur ein Stunning, das kann man schon mal korrigieren. Was du ihm gesagt hast. And so, and now he will print it in a better quality, because you criticize your editor. Not better quality, but more contrast. That's it. Mehr Kontrast hast du gewünscht. Er macht alles, was du wünschst. Okay. Probieren wir zurück zu Zürich zu gehen. Was hast du für Erinnerung an Zürich, außer deine Familie und jetzt von deinem Vater hast du schon erzählt? Die Erinnerung von Zürich ist, ich habe eine gute Erinnerung an meinen ersten Lehrer in der ersten oder zweiten Klasse, wo wir immer schnittlich gegangen sind, Schulstraße aber. Und das ist eine gute Erinnerung, dass man da vom Schulhaus rausgegangen ist und dann abgeschnitten ist. Das ist eine sehr gute Erinnerung von Zürich, wo ich an Herr Bisley hatte geheißen, der Lehrer. I wish he would be here, but Also Zürich, hast du Erinnerung um den Schnee? Im Schnee. Schnee in Zürich. Sonst kann man einschütteln. Aber es hat auch Sommer gegeben. Hast du nicht irgendetwas erzählt, dass ich von der Brücke abgekommen bin? Ja. Du bist von einer Brücke abgekommen. Und das ist von der Sommer im Sommer und nicht im Winter, ja. Es ist das Ziel und das Zeigen, dass man Mut hat. Das ist schön. Ja, ich habe eine gute Zeit gehabt, in die Schule zu gehen. Es ist eine sehr gute Erinnerung, da aufgewachsen zu sein und Ferien bauen und im Winter Skifahren. Und dann, mit einem Freund, einem holländischen Freund von mir, ist ein guter Bergski und wir haben viel, zwei, drei Mal auf den Dom gegangen und das Matterhorn. Das ist eine sehr gute Erinnerung an Zürich. Die Berge und der Schnee und so. Also eine heile Welt. Ja. Die Schweiz war eine heile Welt und auch heute noch. Trotzdem hast du irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt. Und ist gegangen. Warum ist es denn gegangen, weil es so schön ist? Es ist too small, weißt du. Well, ich wollte rausgehen, von meinem Haus, von den Eltern rausgehen aus der Schweiz und ein bisschen etwas von der Welt zu sehen. Ja. Und du hast eben gerade ein Schiff genommen und hast gewusst, dass es gar nicht einfach ist. Wie? Hast du gewusst, hast du gedacht, ich gehe in die Ferien und komme dann wieder? Oder hast du gewusst, ich gehe jetzt und dann komme ich nicht mehr? Ich bin ziemlich sicher, dass ich nicht mehr zurückkommen darf, Und ich bin jetzt unter 22 Jahre alt, 23 Jahre alt, Und die Familie hat gefunden, das ist normal, dass du jetzt einfach gehst? Wie? Der Vater hat gefunden, das ist eine gute Idee. Mein Vater hat manchmal eine gute Idee, dass du auf Amerika gehst. Und zu dieser Zeit hat man wieder rausgegangen nach dem Krieg. So hat man das
was hast du dein Geld verdient? Was ich habe. Oder in Amerika an, oder was macht man? Es kommt darauf an, wenn du in Amerika ankommst, ob es Sommer ist oder Winter. Im Sommer ist es sehr heiß. Ja, ich habe ja wieder nach Amerika gehen, also ich kann mich aufzählen, welchem Wetter. Ich bin froh zu sein, so vom Heim, von Zürich, ich bin froh zu sein, in der neuen Welt wieder zu sein und etwas Neues zu sehen. Und das ist nicht so einfach vor, oder? Da kommt man daher, die Amerikaner warten nicht auf einen jungen Mann aus der Schweiz. Ich habe das nie erwartet, dass ich auf mich warte. Aber so habe ich gemerkt, dass man geholfen. Der Schweizer Club hat am Anfang ein bisschen geholfen. Und da habe ich einen
Zimmer bekommen im Schweizer Körper, 52 Street. And then what was the first job? Yeah? Your first job. My first job. ich habe nicht lange gedauert, da habe ich umgreifen und mein Portfolio von der Schweiz mitgebracht und das dem Art Director vom Harper's Bazaar gezeigt. Und das hat ihm sehr gefallen. Aber am letzten Tag ist er verunglückt. Er hat sich am Bein gebrochen. Sein Name war Mr. Broderich. Das war ein sehr bekannter Art Director. Aber ich habe dann einen Job bekommen, um zu fotografieren die Gegenstände am Ende des der Harper's Bazaar Magazine. Ob das eine Rubrik gehabt, wo die immer einen Gegenstand fotografiert haben und eine kleine Legende gemacht haben, wie viel das kostet. So ein Regenschirm oder ein Porzellanvase oder ein Hut. So sind das die kleinen Bilder gewesen, die ich gemacht habe für diese Rubrik. Ja, das war der erste Job. Das war sehr ein Glück, dass ich den gefunden hatte. Denn das war sehr gut bezahlt. Ich habe für eine Foto habe ich $25 bekommen, die produziert wurde. So für die Gegenstände, you know. Ja, und das hat mich ziemlich gut verdient. Das habe ich ungefähr gemacht für 3 Monate oder 4 Monate und dann hatte ich ein wenig Geld und ich bin nach einer Reise gemacht nach Peru. denn ich wusste, dass I couldn't work for Harper's Bazaar als ein Fotograf. Ich musste meinen Weg finden. Da habe ich angefangen, Reportage oder zu fotografieren auf den Reisen, die ich gemacht habe. Und dann Little by little habe ich einen Auftrag bekommen für Junior Bazaar oder Harper's Bazaar, so kleine Stories zu machen. Okay? So, und die druckten dann auch deine Reisebilder? Die Peru-Reportage, die hat jemand dann genommen oder war das nur für dich? Nein, das habe ich nur für mich gemacht, weil das ist schwierig zu verkaufen. So habe ich die Reportagen von den Reisen in Peru für mich behalten. Da begannst du den Robert-Frank-Stil zu entwickeln. Ich bin im Studio von Harper's Bazaar. Ja, das war eine gute Weise zu erfahren, dass man den Weg finden musste, um als Fotograf sich sein Leben zu verdienen. Und dann kam irgendwann einmal so dieses Stipendium. Ja, da habe ich das hingekriegt, dass sie dir das gegeben haben. Ja. Das war zu dieser Zeit $3,000 für ein Jahr. Das reicht. Das war sehr gut für Courage, weiterzumachen als Schokolade. So you bought the car, is this $3,000? Well, I didn't spend $3,000, certainly. The coin had that in Alton Ford, yeah. Blue Ford. Yeah, then they had the island in the mountain. To this type of nicht verheiratet. No, no. So, well, das ist schon lange her, you know. Man muss schon ein Gedächtnis haben.
Und der Rechte ist nicht mehr so gut. Wenn man, genau, ich bin ja ein alter Mann. Ja, 99 Jahre, that's a long time. Und inzwischen ja. Bist du Amerikaner geworden. Ja, ja. Ein wichtiger Amerikaner. Wenn man in Amerika sagt, du seist Schweizer, sind die schockiert. Können sich das gar nicht vorstellen. Weil wenn du die Papiere ausfüllst, um nach Amerika zu gehen, zu dieser Zeit, hast du hast gesagt, du bist kein Kommunist und du willst ein Amerikaner werden. I remember that. So you sign that. That was the truth. I wasn't a Kommunist, I became an American. They are right, they know what they're doing. So, America had a motion idols that we helped in jeder Weise, you know. So, jetzt diese Woche hast du diesen Preis gekriegt von der Roswitha Haffmann Stiftung, hier in diesem Saal, Mittwochabend. Und in der Dankesrede hast du gesagt, du seist Amerikaner geworden, and it's not a crime. War sehr pointiert, weil heute wir Schweizer haben ein bisschen Mühe mit den Amerikanern, weil die nehmen uns so viel unter Druck. Und ich glaube, du hast das auch nicht in dem Zusammenhang gesagt, aber das war ein Volltreffer, diese Aussage. Und jetzt bist du Amerikaner und weltberühmter Amerikaner und wir sind stolz auf dich. Und die Schweizer, die haben lieber Leute, die Erfolg haben im Ausland, als die Schweizer, die Erfolg haben in der Schweiz. Aber du bist nicht ins Ausland gegangen wegen dem, oder? Du hast gesagt, wir haben es lieber, wenn die... Die Schweizer haben lieber die vergötten Leute, Schweizer, die im Ausland Erfolg haben. Und du bist so einer. Well, ich glaube, das macht Sinn, dass man versucht, im Ausland Erfolg zu bekommen. Als Fotograf, so. Das ist eine logische Entwicklung, dass man nach Amerika gehen will und dort sich versucht, einen Namen zu machen, ja. Ich kann mich erinnern, ich war einmal einem Abendessen mit Rosalina Burri Bischoff. Und ich war junger Fotograf und da war Rudi Burri und Rosalina. Und Rosalina hat dann mir gesagt, du musst sofort jetzt weg aus der Schweiz. Du musst sofort, was? Weg aus der Schweiz. Du musst auch rausgehen, als Fotograf musst du rausgehen. Das war genau, was du auch sagst. Ja. Das hat die Rosalina gesagt. Ja, mir befohlen rauszugehen. Deshalb bin ich seit 22 Jahren in Mainz. Als Fotograf dann hat man das sowieso so im Kopf oder in der Natur, dass man Reisen macht und so einen Namen bekommt. Und du hast auch immer mir gesagt, Amerika sei das Land der Chancen. Also da kommt ein junger Schweizer und plötzlich wird er zum einen der berühmtesten Amerikaner. Das ist nur in Amerika möglich, oder? Oder wäre das auch in der Schweiz möglich, wenn da ein Amerikaner käme, der würde Schweizer und dann wird er der wichtigste Schweizer? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist das Amerika, das du erlebt hast, mit den vielen Chancen. Denkst du, das ist heute noch so? Ja. Ist Amerika immer noch so offen? Man kann auch einen Namen bekommen, ohne nach Amerika zu gehen. Gott sei Dank. It's not a crime. Well, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, nach Amerika zu gehen, denn also, wenn man Erfolg haben will, dann will man das schon, das passiert ein wenig. So, in Amerika geht alles ein wenig schneller. Das war so auch für mich. Bist du ein ungeduldiger Mensch? Wie? Bist du ungeduldig? Well, vielleicht kann ich sagen, ich habe nicht
sich entscheidet. Man wartet auf etwas und man ist geduldig in dieser Einsicht. Und, aber und dann eben einmal hast du gedacht, ich muss auch irgendwie was mit Film zu tun haben. Wie kamst du zum Film? Nicht nur Still Photography, but Documentary Film. Why? Das ist schön. Der Hans hat alles, was er will und was er will, das hat er what did you ask me? Why did you start to take a film camera, not only a photo? Weil ich, das versteht jeder Mann, wenn man nur fotografiert, dann bekommt man die Idee, es ist schon besser, wenn man eine Filmkamera benutzt, da muss man die Sprache benutzen und Wörter benutzen. Das ist ein Schritt vorwärts. Man muss ja die Fotografie nicht abgeben. Aber das, wenn man dann anfängt, Filme zu machen, man lernt vieles dabei. Man lernt auch mit anderen Fotografen oder mit anderen zu arbeiten und nicht so alleine durch die Welt zu gehen und so allein spazieren. Du meinst zum Beispiel einfach mit den Rolling Stones rumzuhängen, mit denen im Tourbus rumzufahren, da ist man dann nicht mehr so alleine. Also zu dieser Zeit wusste ich nichts von den Rolling Stones und ich glaube, die Rolling Stones haben noch nicht existiert zu dieser Zeit. So, aber trotzdem hast du doch das Cover von Exile on Main Street fotografiert. Das war, aber das war viel später. Viel später. Ja. Rolling Stones Record was war das? 1900. I don't know, 1978, 1979. Ja, das war gut, mit denen zu reisen und zu fotografieren. Ja, das war ein guter Job. Also das war ein Auftrag. Du hast den Auftrag gekriegt, die Tour zu filmen. Und dann hast du den Film montiert. Und dann hast du ihn gezeigt. Und dann, was ist passiert? Jagger sagte nur, ich habe, der Keith Richards sei besser rausgekommen wie er. Und das ist wahrscheinlich schon so, war schon so wahr. Jagger ist ein sehr intelligenter Mann, ja. Ja. Aber das war ein guter Auftrag und ich habe da, ja, das, da habe ich viel gelernt. Fotografieren und habe gelernt, wie schwierig es ist, so berühmt zu sein und immer im Zentrum zu sein. Ja. Hast du auch gelernt, Joints zu drehen? Ich habe gelernt, Haschisch-Zigaretten zu machen. Verstehe ich nicht. Drogen. Drogen, die hat man, das war ja die Zeit, wo die haben Drogen machen. Im Film sieht man Kokain. Alles, aber du hast nie versucht. I wouldn't even know. Aber gefilmt hast du es. What? Aber im Film kommt es vor. Du hast es gesehen. I mean, you wouldn't know, but you saw it. I don't do things like that. Das ist illegal, is it? Ja, wenn man so in einer Gesellschaft ist, dann ist es schwer, nicht mitzumachen oder nicht, you know. So, if they take drugs, you take drugs too, you know. It's not a crime. Maybe it's a crime here in Switzerland. It's true, in America they are trying to legalize the drugs and everything, but not yet here, that's true, but it's coming to, yeah. So,
let's go back to the photography. Ich habe immer das Gefühl, fotografieren ist, Kamera ist eine Gelegenheit, für mit den Leuten zu reden. Dann kann man mit denen reden und also fotografieren. Aber wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, du willst gar nicht mit den Leuten reden. Du willst sie nur fotografieren. Ja, ich habe immer fotografiert, ohne mit den Leuten zu reden. Ich wollte meine Bilder machen, ohne einen Kontakt mit den Leuten zu haben. Das war zu dieser Zeit. Heute wäre es anders für mich. Ich würde mehr Kontakt mit den Leuten haben. Aber zu der Zeit, als ich da fotografiert hatte, das war eine einsame Arbeit, jeden Tag wegzugehen und Leute zu fotografieren und versuchen, etwas Konkretes herzustellen, das Sinn macht und das konkret ist. Take the picture and run. What? Take the picture and run. Also wir waren am Montag, sind wir zusammen im Tram gefahren. Und da hast du deine Polaroid-Kamera gehabt und hast Fotos gemacht. Und ich habe zugeguckt, wie du diese Fotos machst und habe gefilmt auch. Und da sitzt du also im Tram. Da drüben steht ein Geschäftsherr, der hat seinen Aktenkoffer offen. Und du sitzt da mit der Kamera. Und dann siehst du den in den Aktenkoffer rein. Und dann drückst du den Knopf. Und dann fotografierst du den in den Aktenkoffer rein. Im Traum. Im Traum. Dummerweise hat die Kamera gestreikt. Da warst du ziemlich enttäuscht und hast gesagt, shit, die Kamera hat nicht funktioniert. Dann hast du weiter fotografiert, der Mann hat dann begonnen, dich anzugucken. Und du hast so Fenster rausgeguckt. Und da warst du wie einfach so, genau so, wie man das machen muss. Der diskrete Schweizer, der Jack Kerouac, hat geschrieben, du seist ein Schweizer, ein diskreter Schweizer. Und du hättest Amerika fotografiert und die Fotos in deinen Film reinfließen lassen. Und als ich dich so sah, war mir dieses Zitat total klar. Also du bist Fotograf und du willst gar nicht existieren. Du versuchst zu diskret zu bleiben. Aber das ist jetzt meine Beschreibung von dir. Wir wollen eigentlich lieber was von dir. Yeah, no worries, it's good. Okay, whatever. Yes, whatever. Okay. So perhaps we could now try to find out if somebody else in this room has a question to you. Would you mind to give an answer to questions of the people in here? Well, sure, anybody wants. Also wenn jemand jetzt eine Frage hat, dann kann er die stellen. Da gibt es ein Mikrofon, ich kann das bringen. Ist dein Bedürfnis? Ja, ja, okay. I'm coming. The woman is too far away. Yes, she will get the microphone and will run.